Ich glaube, ich habe die beste Kameraposition gefunden, die man nur irgendwie finden kann. Ja, kleines Update und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Tag. Und wir haben eine kleine Planänderung. Eigentlich war ja geplant, dass wir ein bisschen unter Oslo durchwollen. Jetzt ist aber nicht so gutes Wetter und wir kommen eigentlich ziemlich schnell voran. Deswegen haben wir uns entschieden, uns doch noch Oslo anzuschauen. Und morgen soll sogar halbwegs gutes Wetter sein. So viel zu filmen gibt es aber nicht, weil Wetter scheiße und. Ich hoffe, morgen soll es wirklich geil werden, also so 10 Grad. Aber ich hoffe, morgen kann ich mal endlich mit der Drohne fliegen. Guck mal an, schönes Wetter. Echt mal was Neues. Ich schau mir jetzt Oslo an. Das sind einfach immer genau diese Momente, wo ich sage, es lohnt sich mal ein bisschen Regen abzuwarten, weil so Wetter direkt in Oslo, das ist doch geil. Ich bin jetzt hier gerade auf der Oper, das klingt schon komisch. Ich habe keine Ahnung von Oslo, aber es gefällt mir soweit, so auf den ersten Blick. Morgen wollen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen mehr anschauen. Heute sind wir nur so ein bisschen kurz unterwegs, erstmal am Campingplatz, nochmal was essen und morgen geht es dann richtig nach Oslo. Je weiter man hier rumläuft, muss man echt sagen, diese ganzen Kanten, man sieht es jetzt gar nicht so gut, es ist irgendwie mal mega geil. Alles ein bisschen schräg, was auch immer. Das ist jetzt immer so bei diesen Opernsachen, die sind so einmal einen Kasten gemacht und zusammengeknüllt, so sieht's aus. Willkommen mit dieser wahnsinnigen Aussicht zu einem neuen Tag in Oslo. Heute gucken wir uns die Stadt nochmal genauer an, sagen wir es mal so. Und ich habe meine Drohne dabei. Ich habe keine Ahnung, ganz genau die Ahnung, ob das jetzt hier 100% legal ist, dass ich hier fliegen kann. Ich hoffe schon, die Gesetze in Norwegen sind sehr einfach gestrickt. Also viel Spaß mit den Drohnenshots. So, mir ist beim Schnitt leider noch was aufgefallen und zwar stehe ich hier schon an einem völlig anderen Ort. Der Übergang, wo wir von Oslo sind zu dem anderen, ist nicht ganz logisch nachvollziehbar. Und zwar sind wir danach noch auf eine Insel, Ulvøya, wenn ich es richtig ausspreche. Die war sehr interessant. Also sie ist komplett bebaut. Man konnte leider auch nirgendwo hin, um irgendwie sich mal so ein Strandstück oder so anzuschauen, weil da ist jeder Fleck davon verbaut. Das ist so eine komplette Felsinsel. Wahrscheinlich relativ teuer, schätze ich mal, so sah es zumindest aus. Und auf dieser Brücke, das sieht man dann auf der GoPro-Aufnahme, waren einfach so viele Fischer und es war alles wahnsinnig eng. Sehr schön und es kommt nie so gut rüber in einem Video, wie wenn man es selbst gesehen hat. Yeah.
So, wir haben jetzt hier mal kurz angehalten. Wir sind einfach so wild durch die Gegend gefahren, weil ich wollte nochmal mit der Drohne fliegen. Aber guckt euch mal diesen Anblick an. Ich mache mich mal ein bisschen dunkel, dass man mich da hinten, dass man da hinten sieht. Es ist wahnsinnig geil hier. So, wir sind jetzt hier am Ende dieses Tages angelangt. War sehr spannend, Oslo soweit. Wir grillen jetzt hier noch ein bisschen ganz entspannt mit Grillkohle, mit Salat, mit Fleisch und alles, was dazugehört. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ihm doch was Positives da. Und somit bleibt mir nur noch zu sagen, Skatrip ist immer noch Chefsache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.